Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi. Und wer jetzt denkt, oh mein Gott, die hat schon wieder ein Kissen für uns, der liegt falsch. Denn Hasi Herzilein mit dieser süßen Herzstupsnase ist kein Kissen. Der kann ein Kissen sein, wenn man möchte, wie ihr seht. Aber der hat hier oben ein Schaleifchen und das kann ich aufmachen. Denn, zack, ich nehme mal hier das Kissen raus, was ich da reingepackt habe. Hasi Herzilein ist ein flauschiges Osterkörbchen, in dem ihr eure Ostergeschenke natürlich einpacken könnt, den ihr auch gleich als Ostergeschenk benutzen könnt. Ihr könnt hier oben einfach die Schleife zuziehen, zack, und dann binden wir die natürlich zu und ihr, eure Kinder und auch die Beschenkten haben damit ein sehr, sehr süßes Geheimversteck. Und wenn man das, wenn nicht Ostern ist, natürlich mit einem Kissen füllt, kann man in der Zwischenzeit damit gut kuscheln. Und ihr seht, jetzt kann ich das Ding natürlich als Täschchen benutzen. Da ich jetzt nichts drin habe, sieht der natürlich ein bisschen sackig aus. Ich kann hier meine Öhrchen zusammenbinden und habe damit auch gleich Tragehenkel, ne, für das Herzelein. Und so sieht der dann aus. Da könnt ihr alles reinpacken. Und er ist dabei auch ganz, ganz leicht gemacht, denn ihr müsst nur rechte waschen können. Alles andere zeige ich euch wie immer hier im Video. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt gemacht wird, dann bleibt dran und ich zeige es euch. So, für unser Häschen, egal ob als Körbchen oder Kissen, brauchen wir natürlich Wolle und Nadeln. Und ich habe für den Körper von unserem Häschen, damit man natürlich auch schön kuscheln kann damit, die Relana Rabbit. Und das ist 100% Poly, die kann man also auch schön heiß waschen. Und die hat 65 Meter auf 100 Gramm. Und wo haben wir die Nadelstärke? Hier stehen Nadelstärke 7 bis 8, aber zur Nadelstärke komme ich gleich noch. Davon braucht ihr 2 Knäuel. Und wenn wir das haben, dann braucht man natürlich auch noch ein bisschen was fürs Gesicht. Ich habe hier die Crazy Allround, das ist reine Baumwolle mit 125 Meter auf 50 Gramm. Und die habe ich einmal in Schwarz und hier in einem Rot fürs Näslein. Ihr könnt das beides, auch Augen und Näslein, beides in Schwarz machen. Wir machen das ja nur ein bisschen stilisiert. So, damit wir das verstricken können, brauchen wir natürlich Stricknadeln. Ich habe hier meine Adi Olivenholz in Stärke 9, weil ich relativ fest stricke, ist für mich Nadelstärke 9 dort am besten. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr eine 8 oder eine 9 nehmt. Und dann habe ich natürlich noch eine Häkelnadel in Stärke 3,5 für unser Gesicht. So, und damit wir das am Ende zuziehen können, habe ich hier noch ein bisschen Schleifenband. Und wenn ihr das alles habt, dann können wir natürlich direkt loslegen. So, um unseren Boden anzuschlagen, wir stricken als erstes den Boden und dann stricken wir die Wand hoch. Man könnte das auch quer stricken, das zeige ich euch aber mal ein anderes Mal. So, jetzt machen wir zuerst den Boden. Das heißt, ich lege mir mein Arbeitsgarn über meinen Zeigefinger und habe jetzt hier unten so ein bisschen Endgarn, das sind so etwa 30, 40 cm. Und ich lege mir eine Schlaufe über unsere untere Nadel. Das ist wichtig. Und hier halte ich mein Endgarn. Jetzt gehe ich mit dem Endfaden von unten nach oben über die obere Nadel und lege das hier dazwischen. Und habe jetzt oben auch eine Schlaufe drauf. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Arbeitsfaden. Auch von unten nach oben hier dazwischen. Hier habe ich unten 2, wieder von unten nach oben und hier dazwischen sind 3. Das nennt man übrigens Judy's Magic Cast On. Dafür findet ihr noch ein Video hier im Kanal. Dann wieder mit dem oberen Faden, mit dem unteren Faden, also immer gegenüber. Ja? Also der Faden, der oben ist, geht über die untere Nadel und der Faden, der unten ist, geht über die obere Nadel. Und jetzt habe ich schon, ist ein bisschen schwer zu erkennen durch das Flauschi-Flauschi-Garn, aber ich habe jetzt hier auf jeder Nadel 4 Maschen. Und das ist auch gut so, das wollen wir natürlich auch so haben. Und ich habe hier am Ende noch ein bisschen Faden zum Vernähen insgesamt. So, und jetzt ziehe ich mir die untere Nadel hier raus.
das Ganze nach rechts gekippt und jetzt stricke ich erstmal eine Runde rechter Maschen rundherum. Das heißt, ich habe hier oben 4 Maschen. Ihr seht, das strickt sich auch wirklich gut ab. So. Und dann lasse ich die untere Nadel fallen, kippe das Ganze wieder nach rechts, ziehe die hier durch, so, schiebe mir die Maschen wieder in Arbeitsposition auf die Nadel und jetzt ziehe ich die untere Nadel raus und kann mit der wieder stricken. Und das, was man hier macht, nennt man übrigens Stricken mit der Wunderschlinge. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Nadelspiel natürlich anschlagen und mit einem Nadelspiel anfangen. Ich habe allerdings kein Nadelspiel in Nadelstärke 9 hier und leider auch keine Trios in der 9 da. Deswegen mache ich das mit der Wunderschlinge. So, jetzt stricken wir die untere Seite auch ab und da liegen die Maschen verschränkt. Da müsst ihr von rechts nach links in die Masche rein. So. Und so. So, jetzt haben wir die erstmal abgestrickt und jetzt kommt ein ganz, ganz einfaches Schema, dem wir folgen. In der ersten Runde verdoppeln wir jede Masche. Das mache ich folgendermaßen, nämlich durch ein sogenanntes KFB. Das heißt, ich stricke die Masche ab, zack, und jetzt gehe ich nochmal von, lass die auf der Nadel, gehe nochmal von rechts nach links in diese Masche rein und stricke die nochmal ab. Na komm schon her. Und damit habe ich aus einer Masche 2 gemacht. Und das mache ich jetzt hier mit jeder Masche. Das heißt, stricken, drauf lassen, nochmal von rechts nach links in die Masche rein und stricken. Stricken, drauf lassen, nochmal verschränkt abstricken. Dieses KFB ist die Abkürzung für Knit Front Back. Also strick einmal vorne rum und strick einmal hinten rum. Dann kann ich wieder hier meine Wunderschlinge zurechtziehen. Ich habe jetzt hier auf der einen Seite 8 Maschen. So, und auf der anderen Seite, na komm schon her, mache ich das natürlich genauso. So, und wenn ich diese Runde rum habe, dann stricken wir, genauso wie ich es euch gezeigt habe, einfach nur eine Runde rechte Maschen rundherum. So. Also ohne eine Zunahme, genauso wie die erste Runde sozusagen. Eine Runde, nur alle Maschen rechts. Ich lege mir immer hier den Anfangsfaden ein bisschen dazwischen. Dann weiß ich nämlich, wo mein Rundenanfang ist, solange ich mit der Wunderschlinge stricke. Und jetzt einmal eine Runde rundherum. Und die schafft ihr definitiv auch ohne mich. Guckt ihr auch, dass ihr wirklich, wenn ihr das zieht, seht ihr, alle Maschen von der einen Hälfte auch wirklich da habt. Und wenn ihr die Zwischenrunde gestrickt habt, dann treffen wir uns natürlich hier wieder. So, meine Runde habe ich hier rum und ihr seht, das sieht jetzt aus wie ein kleines, flauschiges, ja, rundes Pünktchen und das ist auch gut so. So, und jetzt beginnt unser Schema und das ist für die nächsten Runden immer gleich. Das heißt, ich stricke jetzt die erste Masche, so, und jetzt verdoppel ich die zweite. Das heißt, ich stricke die einmal ab und stricke die nochmal verschränkt ab. Also wieder ein KFB. Dann wieder die erste Masche stricken und die zweite Masche verdoppeln. Also KFB. Erste Masche stricken. So. Zweite Masche verdoppeln. Eine Masche stricken. Zweite verdoppeln. Und das mache ich natürlich in der Runde rum. Und in der nächsten Runde stricke ich wieder eine Runde nur rechte Maschen rundherum. In der folgenden Runde, wir haben jetzt immer eine gestrickt und die zweite verdoppelt. In der folgenden Runde strickt ihr 2 Maschen und verdoppelt die dritte. Danach wieder eine Runde ohne Zunahmen rundherum. In der nächsten Runde strickt ihr 3 Maschen und verdoppelt die vierte. Danach wieder eine rundherum. Ihr seht also, das Schema lautet, wir haben jetzt eine stricken, zweite verdoppeln, dann eine Runde rundherum, dann kommt 2 stricken, dritte verdoppeln,
Dann kommt 3 Stricken, 4. verdoppeln, 4 Stricken, 5. verdoppeln und so weiter. Und das kann man gut mitzählen. Man kann sich hier auch überall einen Maschenmarkierer einhängen, natürlich. Aber man kann einfach, weil das natürlich wirklich auch ein bisschen schwierig ist, mit dem Flauschigarn jetzt die Maschenmarkierer zu erkennen und dann eben auch die Maschen einfach zu trennen. Aber wenn ich die stricke, die Maschen, dann sehe ich die nämlich ziemlich gut. Ihr seht, hier auf der Nadel kann man sich das mit den Fingern, da seht ihr, da sieht man die Maschen einzeln wirklich, wirklich gut. Und das würde ich nämlich auch machen. Und deswegen 1. stricken, 2. verdoppeln. 1 stricken, 2. verdoppeln. Und wie gesagt, das die ganze Runde rum, dann die Zwischenrunde. Und dann verdoppelt ihr immer wieder die nächsten Maschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist 1 stricken, 2. verdoppeln. So, 1 stricken, 2. verdoppeln. Sollte es euch jetzt mal passieren, dass ihr aus Versehen 2 hintereinander verdoppelt habt, dann sieht man das in dem Flauschi-Flauschi gar nicht. Das verzeiht natürlich total viel. Das ist für uns nämlich ganz schön und ganz praktisch. Dadurch sieht man hier auch keine kleinen Fehler und die verzeiht das. Ist also gar kein Drama, wenn ihr das jetzt, wenn ihr jetzt zufälligerweise eine zu viel habt. Da wir hier keine genauen Maschenzahlen haben, müssen wir da auch nicht drauf aufpassen. So, und das Ganze macht ihr jetzt so lange, bis ihr einen Durchmesser von 20 bis 30 cm habt. Also so, wie ihr das für euch wollt. Ja, also da ist jetzt an der Stelle gar kein großes Dogma, wie viel Maschen das braucht. Ihr könnt das so groß machen, wie ihr wollt. Der Boden sollte halt einfach die Größe haben, die ihr natürlich für euer Körbchen und so weiter haben wollt. Bedenkt, wenn wir das dann zusammenziehen zum Kissen, dann sollte natürlich das Kissen auch zumindest so sein, dass man da den Kopf drauf machen kann. Oder ihr habt natürlich nur ein kleines Kuscheltier als Kuschelhase. Das ist natürlich selbstverständlich auch möglich. Also einmal hier loslegen und verdoppeln. Und wenn wir das alles haben, dann und eure Größe stimmt, dann sehen wir uns natürlich hier wieder. Ich habe alle meine Runden gestrickt. So sieht das jetzt bei mir aus. Für mich ist das auch die passende Größe. Ich habe jetzt übrigens verdoppelt, bis ich jede 8. Masche verdoppelt habe. Und jetzt messen wir einmal. So. Und dann müssen wir ruhig auch ein bisschen dehnen, weil das zieht sich ja ein bisschen. Also ich habe jetzt hier, ihr seht jetzt etwa 30 cm, also knapp 30 cm sind im ungedehnten Zustand, sind so 29 cm. Das ist für mich jetzt die passende Größe. Ihr seht, da geht auch, wenn wir das dann haben, da geht auch ordentlich was rein in dieses Körbchen. Also kann man schön beschenken. Wenn ihr eure passende Größe habt, kommt jetzt eine ganz kleine Denksportaufgabe. Ihr messt einmal euren Durchmesser. Der Durchmesser ist ja hier das alles. So. Den teilt ihr durch 2, dann habt ihr den Radius. Ihr könntet jetzt auch einfach sagen, ich messe nur bis zur Mitte. Na, dann habe ich hier, wenn ich bis zur Mitte messe, hier, ihr seht, ich habe dann 15 cm. Das ist der Radius. Und ihr müsst jetzt nach oben so lange stricken, bis ihr die Höhe des Radius plus 3 cm erreicht habt. Also damit das auch ja an der Seite, wenn wir es dann zumachen zu einem Ball, brauchen wir ja auch noch ein bisschen Raum und ein bisschen Luft, ne? Also das einmal als Radius in der Höhe plus 3 cm. Heißt, wenn ich jetzt hier einen Radius von 15 habe, dann habe ich am Ende 18 cm. Und damit ihr die Höhe gut messen könnt, macht ihr euch einfach an dieser Stelle hier einen Maschenmarkierer rein. Und zwar einfach hier in die letzte Runde, dass ihr dort gut messen könnt. Das ist auch völlig wurscht, wo der hängt. Und damit wir hier unseren Rundenanfang nicht verlieren, schieben wir uns hier. Eigentlich sollte jetzt noch einer da liegen. Den Gefallen tut er mir nicht. Na, dann nehmen wir einen anderen. Schieben wir uns hier noch für den Rundenanfang den Maschenmarkierer auf die Nadel. Und jetzt stricken wir einfach in Runden ohne Zunahmen für unsere
Zentimeterzahl, die wir brauchen, nach oben. So, und das mache ich natürlich mal. Da müsst ihr mir jetzt hier an der Stelle gar nicht bei zugucken. Und wenn ich das habe, haben wir ja schon fast unser Häschen fertig. So, ich habe hier mein Stückchen hochgestrickt. Und jetzt seht ihr, ist das ein Riesenlatschen. Der hat jetzt hier sogar 40 cm Durchmesser. Aber wir haben ja hier auch das offene Loch. Und jetzt messen wir mal nach. Hier ist ja mein Maschenmarkierer. Und da ist meine Nadel. Und ihr seht, ich habe von der Nadel bis zum Maschenmarkierer gute 18, 19 cm. Und so wollen wir das auch haben, denn wenn wir das jetzt mal hier oben, also ihr seht ja, dass das, wenn das so liegt, habe ich hier eine runde Fläche. Und dann ist ja der Maschenmarkierer, der eigentliche Boden ist, hier weiter unten. Wenn ich das jetzt zusammenziehe, was wir dann später machen wollen, dann haben wir natürlich hier wieder unseren Maschenmarkierer genau da, wo der Boden ist. Und so wollen wir das auch haben. So, bevor wir jetzt abketten, will ich einmal meine Maschen auf die Hälfte reduzieren, damit die Öffnung nicht ganz so riesig ist, weil sonst habt ihr hier wirklich das ganze Ding. Und deswegen machen wir das jetzt mal eine Runde kleiner. So, und dafür stricke ich einfach eine Runde immer zwei Maschen zusammen. Das ist also ziemlich einfach, immer nur zwei Maschen rechts zusammenstricken. Die finden wir natürlich auch gut, die stehen hier so schön mit den Härchen. Und dann stricke ich immer zwei Maschen rechts zusammen. So. Und das machen wir natürlich in der Runde rum. Und in der folgenden Runde ketten wir ganz normal durch Überzug ab. Also da müsst ihr auch gar nichts Großartiges beim Abketten beachten. Ihr könnt dort auch relativ fest abketten, wenn ihr fest abkettet. Normalerweise, da müsst ihr auch nichts auf elastisch oder sonst irgendwas achten, da das Ding ja am Ende an der Stelle sowieso zugezogen wird, ist das also völlig okay, das auch ein bisschen fester abzuketten. Und ich stricke hier meine Runde mit meinen zwei Maschen rechts zusammen und dann kette ich natürlich auch ab. Und wenn ich das habe, treffen wir uns hier wieder und dann zeige ich dir, wie die Öhrchen gemacht werden. So, ich habe meine Abnahmerunde gemacht und ich habe abgekettet. Und ihr seht, das ist immer noch groß genug für alles. Und das ist auch gut so. Und jetzt wollen wir die Öhrchen dran machen. Und dafür ziehen wir das jetzt hier einmal und raffen wir uns so ein bisschen zusammen. Da können wir auch schon unser Satinbändchen reinmachen. Da können wir uns überlegen, ob wir das Rosane nehmen. Ach, ich finde eigentlich das Rosane ziemlich schick. Vernähen müssen wir nachher noch. Und das zieht ihr hier, da brauchen wir gar keine Löcher für machen. Das zieht ihr hier einfach durch die Maschen durch. Denn die Maschen sind ja hier schon ziemlich groß. Dadurch, dass wir ja das mit Nadelstärke 9 gestrickt haben, geht das also auch ganz gut. Und ich kann mir das wirklich hier ganz entspannt durch meine Maschen durchziehen. Da, ihr seht's, das mache ich einfach mit den Fingern und einmal in der Runde rum. Und ich gucke, dass ich da so in etwa den gleichen Abstand habe. So, und das fuddel ich hier mal schnell wieder rein. So. So, da ist mein Bändchen drin und jetzt kann ich hier einmal zuziehen. So, und dann seht ihr auch, wie das Ganze im geschlossenen Zustand aussieht. Und natürlich, wenn hier was drin ist, sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Und da seht ihr auch, hier unten ist noch unser Maschenmarkierer. Der liegt auch ungefähr an der Stelle von der Größe des Bodens. So, und jetzt will ich ja meine Öhrchen hier dran haben. Und da gucke ich mal, die will ich ja nicht genau in der Mitte vom Kopf haben, sondern hier mit so ein bisschen Abstand. So, und dann mache ich mir das eine hier rein. Das sind so etwa 4 cm, ja, 3-4 cm von oben. Und das machen wir ganz einfach. Da brauche ich jetzt mal meine Stricknadel. Die habe ich hier so ganz galant abgelegt. So, und zwar gehe ich jetzt hier einfach rein und ihr habt hier relativ große Maschen. Das heißt, ich kann hier von rechts nach links einfach reingehen und kann mir eben das Beinchen von der Masche nehmen. Und das mache ich natürlich
Dann müsst ihr ein Beinchen überspringen, das müsst ihr ein bisschen fühlen. Das mache ich daneben auch nochmal. Und dann mache ich das nochmal. Und dann mache ich das nochmal. Auch wenn ihr hier in der Runde, also in der Reihe, in der Höhe verrutscht, ist das an der Stelle gar kein Problem. So, jetzt habe ich hier 4 Maschen auf der Nadel. Und die will ich auch haben. Dann ziehe ich mir einmal meine Nadel durch. So. Und jetzt halte ich mir das hier einfach fest, lasse mir genug Faden, den ich dann am Ende vernähen kann und stricke mir jetzt erstmal meine 4 Maschen, die ich mir hier so rausgepult habe, einmal ab. So, 4 Maschen ist ein bisschen schmal fürs Öhrchen, das macht aber nichts. Ich will ja, dass das Ohr auch ein bisschen breiter wird und deswegen stricken wir jetzt in der nächsten Reihe alle Maschen doppelt. Das heißt, ich stricke sie wieder ab und stricke nochmal von hinten ab. So, und wieder abstricken und nochmal von hinten abstricken, abstricken und von hinten abstricken. Und das mache ich natürlich mit der letzten auch und die kommt uns so ein bisschen entgegen, weil da haben wir ja keine Anfangsschlaufe gemacht. Das ist aber auch nicht schlimm. So, wenn ich die nochmal so von hinten abgestrickt habe, so ein bisschen festhalten, kann ich die hier wieder runterziehen und anziehen. So, und jetzt stricke ich einfach nur rechte Maschen immer hin und her für die Länge, so lang wie ihr das Ohr haben wollt. Ich empfehle euch, wir stricken dann natürlich noch eine Spitze, ich empfehle euch, das Ohr auf jeden Fall mindestens 10-12 cm lang zu machen, weil sonst ist es ja kein Hasenöhrchen. Ihr könnt es auch länger machen, also ihr könnt es auch wirklich hier bis Bodenlänge machen, das geht selbstverständlich auch. Aber so 10-12 cm sollte das haben und da stricken wir nur rechte Maschen. Und wenn wir das haben, zeige ich euch natürlich noch, wie die Abnahmen beim Ohr gemacht werden. So, mein Öhrchen sieht jetzt so aus und hat 15 cm Länge. Und jetzt machen wir hier natürlich ein Spitzohr draus. Und das ist auch gar nicht schwer. Und zwar hebe ich dafür die erste Masche ab, stricke die zweite, hebe die erste Masche über. Dann stricke ich hier in der Mitte 4 Maschen, denn wir haben ja insgesamt 8. Und jetzt habe ich hier noch 2 übrig und die stricke ich rechts zusammen. Dann drehe ich um und stricke eine Reihe rechte Maschen. So. Jetzt stricke ich nochmal eine Reihe rechte Maschen. So. Und jetzt nehme ich wieder ab. Und zwar eine abheben, eine stricken, die abgehobene überziehen. Dann habe ich jetzt noch 2 in der Mitte. So. Und dann stricke ich die beiden letzten wieder rechts zusammen. So, und ihr seht, damit wird das halt auch schön spitz und nicht so rund hier vorne. Ihr könnt natürlich auch ein rundes Ohr machen. Hasen haben aber in der Regel spitze Ohren. So, und dann wieder eine Reihe rechts und jetzt nur eine Reihe rechts und jetzt stricken wir nochmal hier, eine heben, eine stricken, überziehen, dann kommen direkt die nächsten 2, so. Und jetzt stricken wir tatsächlich diese 2 Maschen nochmal einzeln ab. Jawohl. Und wenn wir umdrehen, stricken wir diese 2 Maschen rechts zusammen. Jetzt ziehe ich mir hier nochmal den Faden durch. So. Und kann natürlich den Faden jetzt, so viel brauche ich gar nicht zum Vernähen, abschneiden.
Und damit ist mein Hasenöhrchen auch schön spitz. So, das Hasenöhrchen ist an der Seite dran. Ihr seht's, da liegt es jetzt, unser Öhrchen. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite nochmal genauso. Ihr müsst jetzt hier keine Reihen zählen. Ihr könnt die einfach nebeneinander halten, die Öhrchen, und gucken, dass die etwa gleich lang sind. Wenn jetzt eins, 1 Zentimeter kürzer oder länger ist, macht das an dieser Stelle überhaupt nichts aus. Ich mache das zweite Ohr dran und dann zeige ich euch noch, wie das Gesicht gemacht wird. So, da ist mein Häschen mit den Ohren. Ihr seht, das sieht jetzt natürlich nur aus wie ein Säckchen und deswegen braucht das jetzt noch ein Gesicht. Und da machen wir ganz, ganz einfache Augen und eine ganz einfache Nase drauf. Also keine Angst vorm Häkeln, das ist wirklich nicht schwer. Ich habe hier meine schwarze Allround und ich mache einen doppelten Fadenring und den mache ich deswegen, weil der einfach fester ist. So, dann mache ich hier, gehe ich von unten. Ich wickel das zweimal um den Daumen, das machen wir einfach nochmal. Also einmal um den Daumen und noch einmal um den Daumen. Dann halte ich das fest, dann gehe ich von unten nach oben hier rein, hole mir den Faden, ziehe den hier unten durch und mache jetzt insgesamt 3 Luftmaschen. Und da hopst du mir schon vom Finger, das ist aber nicht schlimm. Der ist mit der ersten Luftmasche gesichert. So, jetzt ist der da. Und jetzt häkel ich hier 11 Stäbchen in diesen Ring rein. Das heißt, Umschlag, in den Ring Faden holen, einmal durch 2 und nochmal durch 2 ist ein Stäbchen. Umschlag, in den Ring rein, Faden holen, 3 Schlaufen auf der Nadel, einmal durch 2 und nochmal durch 2 ist das zweite. Und das machen wir jetzt insgesamt 11 Mal, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und 11. So, jetzt haben wir hier unsere 11 und jetzt ziehen wir hier unten einmal ganz kräftig an dem Faden und ziehen diesen Fadenring zack zusammen. So, und jetzt gehen wir hier oben in die erste Luftmasche rein, ziehen uns den Faden durch, huch, wenn er nicht abhaut. So, komm schon her, durch, Kettmasche machen, also durch beide durch. Und noch eine Luftmasche. Und dann kann ich das jetzt abschneiden und ich schneide das sehr lang ab, damit ich den damit gleich annähen kann. So, und das ist schon unser ganzes Auge. Und das war doch gar nicht schwer. Davon braucht man 2. Ich habe davon schon 1 vorbereitet. Hier. Und das können wir hier schon mal drauflegen. Und da seht ihr, ist das schon ganz, ganz süß. Und jetzt braucht das kleine Häschen nur noch eine Nase und die machen wir auch ganz einfach. Und ich möchte diese Nase ein bisschen herzförmig machen. Die könnt ihr natürlich auch in schwarz machen. Ich will die aber heute in rot haben und da mache ich ganz einfach nur eine Anfangsschlaufe und häkel hier 4 Luftmaschen. So, könnt auch 5 nehmen. Ja, 5 ist gut. Wir häkeln 5 Luftmaschen und jetzt brauche ich noch eine Steigeluftmasche und jetzt häkel ich hier in die erste, muss ich natürlich auslassen. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Da häkel ich jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Also das heißt, ich habe dann 5 feste Maschen. So, 5. Zack, und dann kann ich mir jetzt den Faden hier auch mit hochnehmen, wenn ich umdrehe. Meine Steigeluftmasche darf ich nicht vergessen. Und dann häkel ich jetzt den Faden einfach hier mit ein, indem ich den mal hier drüber lege. Bei der ersten Masche ist das ein bisschen fummelig, weil der ja da unten bleiben will. So, und da gehe ich hier durch beide Maschenglieder durch und häkel meine
feste Masche. So, wir haben ja hier 5, da häkel ich natürlich auch wieder 5. Und ihr seht, ich lege den Faden immer über die Maschen drüber. So. Zack. Und dann ist der hier mit eingehäkelt. Und den kann ich auch noch eine Reihe weiter mit nach oben nehmen, wenn ich das möchte. So. Mache ich wieder meine Steigeluftmasche. Lege mir den wieder nach oben. Gehe wieder durch beide Maschenglieder durch. Und lege mir den Faden wieder hier drauf. So. Und häkel den noch mal mit ein. Dann kann ich den nach dieser Reihe am Ende auf jeden Fall abschneiden. So, das ist nämlich schon unsere insgesamt dritte Reihe. Und wenn wir 5 Maschen angeschlagen haben, müssen wir auch 5 Reihen häkeln. Das heißt, jetzt noch 2-mal hin und her. Steigeluftmasche 1, 2, 3, 4, 5 Maschen, eine Steigeluftmasche und nochmal 5 Maschen. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Quadrat gleich gehäkelt, wenn ich hier am Ende bin. Na komm schon her. Ich will durch beide Maschenglieder durch. Jetzt aber. So. Und zack. So, und ihr seht, das ist jetzt ein kleines Quadrat. Das wird hier gleich unser Schnäuzchen. Und damit wir das herzförmig kriegen, machen wir jetzt eins. Wir machen keine steige Luftmasche, wir machen einen Umschlag und gehen hier in die dritte Masche rein. Hier ist meine erste, zweite, dritte. So. Und dort häkeln wir ein Stäbchen rein. Und dann häkeln wir in die gleiche Masche noch ein Stäbchen. Und das machen wir insgesamt 7-mal in die gleiche Masche. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Da sind unsere 7 Stäbchen. Wir können auch noch ein 8. machen. Dann wird es einfach nur ein bisschen runder. So. Und jetzt häkel ich hier wieder in die letzte Masche eine feste Masche rein, durch beide Maschenglieder. So. Und da sind wir schon am Ende und haben schon den ersten Bogen von unserem Herz. Und das Ganze machen wir nochmal. Jetzt haben wir hier allerdings unsere Randmaschen. Da ist schon unsere erste. Da war mal, das ist die Eckmasche. Da habe ich hier 2, 3, 4, 5. Und ich gehe hier in die Mitte rein. Da. Und häkel dort jetzt genauso wie auf der anderen Seite eben auch 8 Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Und dann gehe ich jetzt hier in die Ecke in meinen Anfang rein und häkel mir dort wieder eine feste Masche. So, und damit ist unser kleines süßes Herz auch schon fertig. Da. Und das ist hier auch schon unser Näschen von unserem Häschen. Das Näschen vom Häschen. So, da mache ich natürlich auch eine Luftmasche und lasse mir den Faden lang genug, damit ich das so annähen kann. Zack. Und jetzt habt ihr hier unser Näschen vom Häschen und da ist, wenn ihr euch das mal ranzieht, haben wir dann auch schon unser Häschen soweit fertig, bis auf das wir natürlich noch unsere Augen und die Nase annähen müssen. Und dafür vernähe ich mir zuerst mal meinen Anfangsfaden, weil durch das lockere Gestrick
verschwindet der da unten nicht. Und wir hatten hier auch keine Runde, um den einzuhäkeln. Das heißt, ich muss den hier einmal ein bisschen in meinen Maschen vernähen. So. So. Und da ist das auch schon gut. So, und jetzt können wir hier bei dem Näschen können wir den Anfangsfaden auch gleich zack abschneiden. Den haben wir ja eingehäkelt. So. Und jetzt geht es um die Position von Augen und Nase. Und zwar habt ihr hier die Mitte. Das sehen wir an unserer Schleife. Die habe ich mal zugebunden. Und ich habe mir das jetzt insgesamt mal zugemacht. Und dann macht ihr die Äuglein. Etwa, wenn ihr von hier seid, wenn ihr das hier zu liegen habt, ne, dann ist jetzt hier etwa die Mitte und ihr macht die Augen etwa auf die Mitte und das Näslein dann entsprechend ein Stückchen tiefer und dann ist unser Häschen eben auch ganz, ganz süß und auch wenn ich den hochnehme, dann ist der immer noch, ne, dann ist er immer noch ein, hat er immer noch ein ganz süßes, kindliches Gesicht. So, und jetzt muss ich das natürlich hier festnähen. Wenn ich meine Position einmal gefunden habe, legt eure Augen übrigens nicht zu eng aneinander. Herz hier nochmal aufheben, ne? Also je enger ihr die Augen macht, desto böser wird der. Wenn ihr die Augen ein bisschen weiter auseinander macht, ist der ganz süß. Zu weit auseinander wäre natürlich auch blöde, dann ist der ein bisschen blöd. So, also hier gut nebeneinander. So. Und dann können wir da losnähen, damit ich natürlich, wenn ich die Position gefunden habe, damit ich nicht in die Tasche reinnähe. Jetzt hängt er mir hier drauf. Lege ich mir von ihr in den Finger daneben und dann nähe ich mir das Ganze einmal mit Rückstichen fest. Rückstiche heißt, ich steche hier ein und ich steche immer eine Masche zurück. Und kommen quasi vor meiner Ausstichstelle wieder raus. So. Und dann steche ich da ein, wo ich vorher rausgekommen bin. Ihr seht's. Und jetzt liegt mein Faden genau in der Mitte. Und das Ganze mache ich einfach Masche für Masche rundherum. Und dann seht ihr auch, dass der wirklich gut fixiert ist. Auch um diese groben Maschen herum. So. Dadurch, dass ich ja innen meinen Finger dagegen habe, weiß ich natürlich auch, wann ich innen angekommen bin. Und so kann ich mir das wirklich rundum, ihr seht's, ganz bequem annähen. Das mache ich insgesamt natürlich überall rundum. Und macht das natürlich auch mit dem anderen Auge. So. Und mit dem Näschen. Und wenn ich Auge und Näschen angenäht habe, dann könnt ihr natürlich euer Kissen schon füllen. Dann könnt ihr es verschenken. Entweder zu Ostern oder ihr stellt es schon als Deko hin. Ihr könnt das auch mit einem Kissen füllen. Und ich hoffe jetzt, ich denke, das kriegt ihr hin. Ne? Das Annähen alleine. Und wie der Hase aussieht, habt ihr am Anfang gesehen. Ich hoffe jetzt, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Wenn dem so ist, empfehlt mich gerne weiter. Lasst doch auch ein Däumchen nach oben da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr meinen Kanal abonniert.